Moin Moin und das sind wir wieder, zurück bei Let's Play The Legend of Zelda. Diesmal mit Ecto im Hallo, Gepäck. was geht? Ja. Ich versuche hier gerade äußerst konzentriert einen blauen Vogel zu fangen. Oh, fail. Oh, der hat uns nicht lieb. Das probieren wir nochmal. Hat er dich jetzt aufgefressen? Nee, das ist ein Vogel. Der kann das nicht. Auf jeden Fall, wenn wir den Vogel fangen, können wir unsere Deko-Tasche später wieder aufwerten lassen. Das Und dann bringt. passt das wieder. Ja, dann können wir mehr Deko-Kerne tragen, dann können wir mehr mit der Schleuder Ach schießen. so. Ich komme hier wieder ohne jegliche So. Hintergrundinformationen hier rein. Ja. Bei ihm war es wieder so, Ecto, komm aufnehmen. Vor allem, ich habe nur ein Zelda je gespielt, sonst nichts. Und das noch nicht mal durchgezockt. Ha! Du hast eine Vogelfeder erhalten. Diese Feder werden im Wolkenhaupt wegen der Seltenheit und Nützlichkeit hochgeschätzt. Wow. Vogelfeder. Cool. Ach, das ist das hier. Jetzt labern wir mal mit dir. Oh, da bist du ja wieder. Und in Eile wie immer, habe ich recht? Mir geht es da ähnlich. Ich bin auch immer dabei, die Wunder dieser Erde zu erforschen. Keine leichte Aufgabe. Sollte ich dir das davon erzählen, gerne doch. Lass mal hören. Na, dann hör jetzt gut zu. Ich habe nämlich etwas Neues herausgefunden. Es gibt in der Welt Wände und Statuen, die Nein. auf schöne Klänge reagieren. Willst du mehr darüber hören? Klar doch. Ha, das höre ich gern. Du bist ja nicht der Abenteurer. Doch bevor ich dir von Wänden und Statuen erzähle, sag mal, kennst du den Himmelsfalter? Ja, kenne ich. Gut, dann kann ich ja gleich zur Sache kommen. Den alten Schriften zufolge versammelt sich die Himmelsfalte in der Nähe der Statuen um Wänden. Beinahe scheint es so, als wüssten sie an deren Besonderheit. Willst du mehr davon erhellen? Gerne, erzähl mal. Was mich interessieren die Statuen. Den alten Schriften zufolge bewegen sich die Statuen, derweil sie mysteriöse Botschaften aussprechen. Es sind fürwahr sprechende Statuen. Soll ich dir mehr darüber erzählen? Ja, erzähl mal. Ja, also ehrlich gesagt bin ich noch nicht ganz so weit, aber beim nächsten Mal kann ich dir mehr davon erzählen. Versprochen. Und jetzt erzähl uns noch das über die Wände. Ja, beinahe schon, als wüssten sie bla bla bla. Erzähl mal. Was interessiert dich, Wände? Den alten Schriften zufolge hat die Göttin diese Wände hinterlassen, damit ein Held sie findet. Und angeblich kommt das, was diese sich wünscht, dann aus der Wand hervorgesprungen. Man nennt sie also Wände der Göttin. Willst du mehr darüber erfahren? Gerne. Ja, also ehrlich, blablabla, so weit bin ich nicht. So, jetzt haben wir da genug. Wir haben eine Vogelfeder erhalten. Da sind Steine. Und da war ein Käfer. Patrick, was interessieren dich nur Egal. diese Wände? Ach, Ja, schlimm. die sind so wendig und so wandlike und so So. eben. Auf jeden Fall, Ecto, du bist bei einem Part dabei, der mehr, ich sag mal, mehr Gelaber Na toll. enthält. Hä? Was soll das denn heißen? Wer hat darauf jetzt Na geantwortet? los, sag das nochmal. Es tut mir leid. Aber du bist nicht derjenige, der Zelda helfen kann. Ihre Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt. Blödsinn! Ich, Bardo, soll Zelda nicht helfen können? Warum soll ich sonst hier sein, hä? Wer soll ihr denn sonst helfen? Link. Nein, Darkin. Nein, nicht da. Nein, er heißt Darkin! Das hätte ich mir ja denken können. Du wieder. Natürlich kannst nur du allein Zelda retten. Ja, klar. Darkin. Lächerlich. Wen interessiert dieses angebliche Schicksal? Ich pfeife auf das Schicksal. Ich glaube kein Wort von diesem Unsinn. Ja, verpiss dich. Darkin, hast du Zelda gefunden? Und sie hast du also auch getroffen. Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda Das stirbt beizustehen. wie ein Pokémon. Impa. Um ihre Bestimmung erfüllen zu können, müssen Zelda und Pokémon an verschiedenen Orten reisen. Aber da Pokémon das Portal zerstört hat,
durch das sie gegangen gesagt, sind, gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Ja. Diese Lyra, die Zelda dir gegeben hat. Du musst dir ihre Kraft nutzen machen. Du hast ja gesagt, Impa klingt wie Pokémon. Ja. Wie Pokémon. Also sage ich jetzt, wenn Impa kommt, immer nur Pokémon. Impa. Also Darkin, hast du schon versucht, die Lyra zu spielen? Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Drücke zuerst nach oben, um die Lyra in die Hand zu nehmen, und dann A, um die richtige Haltung einzunehmen. Zeig mit der Wii-Fernbedienung nach vorne. Halte A gedrückt und bewege die Wii-Fernbedienung. Okay, achte auf deinen Haarschmuck und spiele langsam. Du kannst ja mit der Wii-Fernbedienung das Schwert steuern, ne? Hab ich ja mal so erfahren. Mhm. Ist ja voll geil. Kann man sich so rumschleudern, so. Bewege die Wii-Fernbedienung großzügiger. Okay, das war's. Ach komm. Totenstille, keiner lacht. Darkin hat Witz gemacht. Ja. Ich muss irgendwie schnell spielen. Und jetzt wieder langsam. Wie schnell spielen? Spielst du auf dieser Flöte oder was? Keine Ahnung. Jetzt nochmal. Ah. Alter, fick dich! Spiel langsam. Und jetzt spiel schnell. Alter, achte auf meinen Haarschmuck und spiel langsam. Ich kapier das nicht. Muss ich da jetzt so steuern? Alter! Komm. Alter! Ich pausiere mal, bis ich das geschafft habe. Halte A gedrückt und bewege mit großzügigen Bewegungen nach links und rechts. Ah, ich muss im Takt des... Mann, du kannst Zelda einfach nicht. Sehr schön gespielt, danke. Ich muss im Takt des Haarschmucks da musizieren und keiner sah mir das. Der Takt sehr schön gespielt. Egal, machen wir weiter. Versuch jetzt im selben Rhythmus wie die Lichtkreise zu spielen. Ich singe zu deiner Musik ein Lied. Dieses Lied wird dir auf deiner Reise Dein nützlich Inhalt sein. Ab.
Okay, Ektor, mein Ida Dümmer noch am Abspacken. Okay, geschafft. Okay, du hast die Hymne der Göttin gelernt. Diese mysteriöse Melodie stammt aus uralter Zeit. Und mein Internet ist abgespackt, höchstwahrscheinlich. Ist aber egal. Da müssen wir jetzt noch weiter zocken. Ecto ist wieder da. Die Lyra, die du da hast, das ist die Lyra der Göttin, Sieger der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Ihre Melodie vermögen geheimnisvolle Dinge zu bewirken, ein wunderbares Instrument. Das habe Ah, gleich viel besser. So, weil Skype meint irgendwie, ja, du, sobald sich Skype neu startet, dann muss, dass sich das geht mein Sound runter und jetzt hat man es fast kaum gehört, den Hintergrund. Jetzt habe ich es ein bisschen, jetzt hört man dich kaum, jetzt passt's wieder. Das habe ich jetzt wieder gemacht. Ecto? Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, das ist das Zeitportal. Es ist das letzte seiner Art, die einzige Verbindung zu der Welt, in der sich Zelda aufhält. Jetzt warte mal. So, mein ganzer PC spackt gerade ab. Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Aber um es zu öffnen, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Darkin, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Dazu wurdest du von der Göttin auserwählt. Oha! Endboss! Es ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Ich habe erwartet, dass er auf das Erscheinen des Portals reagieren würde. Aber dass das Siegel so schnell nachgibt. Wir reden später, Darkin. Du musst schnell nach draußen. Auf den Grund des Siegelhains. Okay. Und mein Inert ist abgekackt. Und wer hat wie bitte? Angst? Und so? Rum, dum, 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 rum, dum, dum, dum. What the fuck? Was ist das? Die Erde, sie bebt. So was nennt man Erdbeben. Ein Erdbeben. Darkin, schnell. Zum Siegelstein in der Mitte des Hains. Wer weiß, wann das Böse erwacht. Du musst dich beeilen.